Hey Leute, ich bin's Conny und heute versuchen Victor und ich in Mining Simulator 2 die besten Pets aus dem neuen Update zu bekommen. Und es ist da ein bisschen was schief gegangen. Ich sag mal so, ich habe ein paar Robux verloren. Aber das seht ihr später. Viel Spaß mit dem Video. Du liebst doch Hexariums, oder? Ich habe heute Hexariums verschenkt. Was ist das für ein Angebot? Ah, warte. Wie sieht's denn aus mit Hexer-Skin? Oder holografisch? Nee, holografisch ist das besser. Was dann nehme ich holografisch, weil ich habe bisher noch keinen guten Skin. Okay, du kriegst Astra Hydra, ich krieg holografisch Skin. Ja, du kriegst holografisch Skin. Leute, schreibt mal in Chat, win, fair, lose. Ich sag absoluter Win. Nein, hör auf, ich abbrechen, ich bin nicht mehr ready. Okay. Ich hab 63 von denen, Alter, die muss die loswerden. Hast du Pech? So. Gescammt. Alter Mann. Hab ich überhaupt jetzt genug? Ah nein, ich hab mich verklickt. Upsala, Sachen passieren, Leute. Ich glaube, ich hab nicht mal genug. Ich glaube, mir fehlt immer noch einer. Oder? Oder bin ich durch? Ist der hier shiny? Ich weiß nicht. Ist der shiny? Ich glaube nicht. Nee, der ist nicht shiny. Der ist nur equipped. Das war's. So, ich okay, meine jetzt aber hier wieder farmen. Ja? Okay, danke, Anton, aber. Was denn? Kein Problem. Achso, für die Astra Hydra. Ja, natürlich. Ja, kein Ding. Für den sonst? Keine Ahnung, dafür, dass ich so ein netter Mensch bin. Nee, du bist halt kein netter Mensch, das ist das Ding. Das war die erste nette Tat in deinem Leben. Ja, ich kann mich ja wohl auch mal bessern hier. Ja. Ich habe mir vorgenommen, ab heute will ich ein netter Mensch sein. Ab heute willst du abnehmen. Ab heute machst du jeden Tag ein neues Video. Wie viele Kobolds hast du? Vielleicht kannst du mir ein paar ausleihen. Ich gebe dir dann erstmal den Shiny. Weiß gar nicht, was das sein soll. Das ist das zweite Pet aus diesem Spinrad. Ach, die Dinger, warte, da muss ich runterscrollen. Da brauche ich noch 6 einen. Für. Hast du 6 für einen. Ah, komm, trade mir den. Okay. Dafür kriegst du ein OP-Pet zum Ausgleich, Anton. Du kriegst, ja, warte hier. Nein, ich habe die falsche Person angenommen. Warte, doch, Hirat hat mich angetradet. Also der Typ wird mir wahrscheinlich Kobolds schenken. Warte erst mal, ready. Ich mach gerade einen Deal meines Lebens. Ich krieg einen Astra Hydra für etliche Bros. Oh. Dankeschön, Bro. Anton, ich brauche nur noch 2 Kobolds. Ja, ich gebe dir gleich einen Kobold. Ich muss nur 10 Sekunden warten. Ich habe gerade einen Trade gemacht. Ich muss auch 10 Sekunden warten. Ich habe auch einen Trade gemacht. Einfach falsche Personen angetradet. Ja, Sachen passieren, Anton. Sachen passieren. Außerdem gescammt worden. Ich nehme an. Okay, du kriegst einen Kobold. Also, Anton, wie wär's, wenn du mir einen Kobold normal gibst und ein paar Breasts, dann kriegst du einen shiny Kobold. Oh yeah, da bin ich dabei. Hä, wofür brauchst du normale Kobolds dann? Ich brauche noch einen shiny Kobold, normalen Kobold eigentlich, damit ich erstmal den shiny machen kann für die Collection halt. Ach so, weil du den getradet bekommen hast. Victor mal mit seinen Collections. Pff. Ja, dann kriege ich diese Collection hier auch in shiny. Die fehlt mir wirklich nur ein Pet hier und dann bin ich fertig. Hä, seit wann habe ich ein shiny, bro? So, warte, Patreon Kobold machen wir den erstmal nur für dich shiny, Anton. Oh mein Gott, aus dem shiny Kobold, den ich gemacht habe, kamen andere shiny Kobolds raus. Jetzt kann ich dir shiny Kobolds geben, Anton. Oh mein Gott. Hier, nimm den Trade an. Wie, es kamen andere shiny Kobolds raus? Hast du mehrere shiny Kobolds bekommen? Ist einfach passiert, Anton. Ist einfach passiert. Hä? Okay, ich bin ready. Das ist ein guter Deal. Ey, ich mache heute nur gute Deals. Ja, Anton, mach du gute Deals. Leute, schreibt mal in den Chat, win, verlose. Massive Profite in Mining Simulator 2. Warte, ich habe noch 0 Minuten Boost. Verkaufen, solange ich 0 Minuten Boost hab. Nein, der Boost ist weg. Nein, ich habe ohne Boost verkauft. Also ich gehe jetzt angeln, Anton. Ich gehe jetzt auch angeln. Und schon geangelt? Ja, ein bisschen. Aber ich habe überall nur die schwachen Sachen. Und dann haben Victor und ich angefangen zu fischen, um den Seaweed Cat Doggo oder wie auch immer das Pet nochmal heißt, freizuschalten. Und das hat echt lange gedauert. Oh mein Gott, ich habe einen Rockfish mit meinen ganzen Luck Boosts bekommen. Wir werden uns heute zusammen mit dir einen Shiny Rockfish erangeln, erfarmen. Ich will kein Shiny Rockfish. Du angelst ja ganz alleine, Anton. Die kommen dir dann zur Gesellschaft. Und wie meinst du Shiny Rockfish? Wenn man mehrere Rockfische bekommt, dann... nicht Rockfish. Ich habe falsch gesagt aus Versehen. Ich meinte Bucket or Shell. Bucket or Shell. Dafür muss ich doch... Also hier, Fische farmen lohnt sich doch gar nicht, oder? Dafür. Nee, Fische farmen dafür nicht. Wollen wir die Tickets dafür zusammensammeln jetzt? Oder also ich habe die Quest, ich muss Walleyes farmen. Kriegt man die hier? Nee, die kriegt man noch gar nicht hier. Wo kriegt man Walleyes? Nee, Walleyes bekommst du... Wo war das? Mountainfish. Auf geht's, Mountainfish. Ich brauche halt Karp. Ich brauche halt Karp und Silver Salmon. Ich will halt den Oktopus jetzt sammeln. Egal, ich sammle jetzt Karps im River. Ja, und ich mache jetzt erstmal mein Trading aus, weil die Leute es einfach nicht sein lassen können. So, jetzt habe ich Walleye. Ich habe die erste Quest beendet. Und weißt du, was ich jetzt erstmal machen werde? Ich werde erstmal den Huge Seaside Docket fahren. Claim-Belohnung. Ja, yeah. Ach, und dann kriegst du direkt die nächste Quest. Okay, verstanden. Ja, das ist auch cool. Das fand ich okay, auch cool. Mountainfish fehlt mir noch einer. Muss ich wirklich jeden einzelnen Fisch, auch die mit 0,8% Chance ziehen? Ja, 100% Collection. Ah, Digga, das kriege ich nie hin. Niemals. Einfach Autoklick anmachen und über Nacht AFK fischen. Oh, stimmt, wir haben ja nicht TikTok-Tor gespielt, Anton. Ich warte immer noch. Ja, sorry, ich habe vergessen.
Wollen wir Tic-Tac-Toe? Okay, wir spielen erstmal Tic-Tac-Toe. Komm, ich tun so, als ob wir hier hingehen und dann gehen wir zu dem anderen. Komm, schnell, schnell. Oh, jetzt ist es. Schnell. Ah, ich kann mich nicht hinter. Okay, let's go. Okay, okay. Ich habe angefangen. Okay, oh bitte. Nein, warum fängst du denn an? Ich muss anfangen. Ich mach dann hier, Anton. Ja, toll. Jetzt habe ich verloren. Wer anfängt, gewinnt da immer. Da mache ich hier. Da mache ich hier. Da mache ich hier. Bruh, keiner hat gewonnen. Ja, was es ist so. Das, Anton? Wer anfängt, gewinnt oder es gewinnt niemand. Eigentlich gewinnt nie jemand bei Tic-Tac-Toe. Na doch, ich habe Paul besiegt zweimal in Folge. Wir gehen. Oh mein Gott, du lebst ja voll gefährlich. Ich wollte eigentlich sagen, wir gehen auf den anderen Tisch. Steht hier. Wir täuschen an und gehen auf den Tisch. Ja. Oh, schlau, Anton. Auf okay, geht's. Warte, dann mache ich den hier. Auf geht's. Dann mache ich den hier. Auf geht's. Dann mache ich den hier. Nein, warum? Hör auf. Was fällt dir ein? Was ist das denn? Tja. Dann mache ich den hier. Wenn du wüsstest, was ich vorhabe. Wenn du wüsstest, was ich vorhabe, Anton. Wenn du wüsstest, was ich vorhabe. Tja, Victor. Tja, Anton. Ich glaube, das war's mit dir. Nee. Bald heißt es Game Over. Nee. Oh doch. Bald heißt es Game Over für dich. Hä, nee. Alter Mann. Du nennst mich alter Mann. Ich hab gesehen, was du machen möchtest. Warum siehst du das denn? Ich musste kurz ein bisschen trinken, Anton. Ich habe aber gesehen, was du machen wolltest. Ach ja, du hast gesehen, was ich machen wollte? Ja, ich hab gesehen, was du machen wolltest. Hast du es wirklich gesehen? Wer hat's dir gezeigt? Nee, hab ich nicht gesehen, Anton. Du hast mich gedribbelt. Gut. Ich sehe es gerade, du hast mich gedribbelt. Du bist so dumm, Anton. Du hast mich gedribbelt, ohne das zu merken. Also schau mal, wo ich jetzt platziere. Da hättest du gerade platzieren können. Und oh, gewonnen. Das habe ich nicht gesehen. Ich bin aber auf dem du linken Auge blind. Du hast mich aus Versehen gedribbelt, aber keiner hat das bemerkt. Ich bin aber auf dem linken Auge blind, Victor. Naja. Ja, ich auch, ich anscheinend. Hab gewonnen. Wie hast du mich jetzt gedribbelt? Naja, weil ich dich gedribbelt habe. Man sieht das ja hier, man sieht das ja hier. Wo hast du mich... Ne, sieht man nicht. Man sieht das nicht. Alter, schau mal, ja, hier, es ist weg, fake. Aber ich hab dich gedoubledribbelt, Victor. Ich hab dich so gedoubledribbelt. Du hast mich getrippledribbelt. Ja. Du hattest gar keine Chance. Ich hab keine Chance. Trees, was geht? Anton ist zu gut. Anton ist zu gut. Meine Strategie ist einfach platzieren und Glück haben. Einfach gewinnen. Einfach gewinnen, das ist mein Style. Den kannst du nicht blockieren. Nein, Victor, nee, das darfst du nicht hast machen. Hast du eigentlich Tickets bekommen dafür, dass du gewonnen hast? Ich habe Tickets bekommen, 650. Okay, das ist cool, das wusste ich nämlich letztens. Victor, warum wirfst du die ganze Zeit... jemand anderes wirft Granaten rein. Alles tamam. Wollen wir noch eine Runde Tic-Tac-Toe spielen? Ja, wir spielen noch eine, und zwar direkt hinter dir. Okay, hinter mir. Aha, Victor, warum darfst du immer anfangen? Dadurch verliert doch jeder. Oh. Ich musste Anton gewinnen lassen. Harte Zeiten. Ich musste den alten Mann für seine Tokens gewinnen lassen. Na gut. Also ich spiele noch eine Runde Tic-Tac-Toe. Ich muss kurz den Tisch finden. Mhm. Wir benutzen den letzten Tisch da hinten, okay? Den ganz letzten Tisch da hinten. Okay, ready? Let's go. Den hier. Ich bin. Du hast verloren. Ich hab wirklich verloren. Naja, du hast nicht gewonnen. Hä, bruh? Wieso kriegen wir nicht beide Tokens dann, wenn du entschieden bist? Tic-Tac-Toe ist ein blödes Spiel. Aber es geht sehr schnell. Spiel. Ich mag das. Ich habe Electric Eel bekommen. Ich glaube, das ist der zweitseltenste. Aus dem, Dings da, Pond. Ja. Nee, das ist der seltenste, Anton. Den brauche ich, kannst du mir den traden? Ich den seltensten bekommen. Nö, das ist jetzt meiner, ich hab den verkauft. Das ist der letzte, den ich brauche, gib den her. Nein, meiner. Gib dem her, ich hab Granaten. Fisch den selber, alter Mann. Ich hab auch eine Bombe. Nein, hast du nicht. Lass das. Nein, nein, ich häng fest. Lass mich hier weg. Oh. Nein, das ist nur ein Prank, Anton. Achso, Gott sei Dank. Hab keinen Bock mehr, ich mach das jetzt auch. Ich werde den jetzt resetten. Hast du das resettet? Ich wollte das in meinem Livestream die Leute fragen, aber dann bist du dazugekommen. Soll ich neu starten? Ja, okay, dann mache ich jetzt. Und was jetzt passiert, ist der größte Fehler meines Tages. Weil ganz im Ernst, ich mache so viele Fehler in Mining Simulator 2, aber trotzdem Riesenfehler, passt auf. Ja, Leute! Ich habe einen Rainbow Trout bekommen, Anton. Ja, also ich mache gerade nichts Besonderes. Und du so, Victor? Ja gut, unter den 20.000 will ich nicht kommen. Warte mal, ich bin ein Vollidiot, Victor. Ich bin der größte Idiot, den es gibt. Habt ihr den Bro-Moment gesehen? Nee. Victor, ich habe den Season Pass durchgekauft und habe ihn dann direkt zurückgesetzt, weil ich zu faul war, die Sachen einzusammeln. Oh mein Gott, Anton. Okay, dann muss ich nochmal ausgeben. Ich bin der größte. Anton, warum immer in diesem Spiel? Auszugeben? Kann das sein? Das ist das einzige Spiel, in dem es... mir immer wieder passiert, dass ich unnötig ausgebe. Aber dieses Einsammeln ist doch so anstrengend. Du tust nur so, als ob es unnötig wäre. Ist so anstrengend, guck dir das an. Du machst es, um die Spielentwickler zu supporten. Ja, ich supporte die Spielentwickler. So, jetzt Restart, Unlock All, komm, machen wir. Jetzt gönnen wir uns. Der Anton ist lost, ja. So, ich habe jetzt so viel Gems hier reingepumpt. So viel Robux. So viele Robux. Ich bin pleite jetzt. Ich würde eigentlich auch verlangen, eigentlich, dass du so ein OP-Pad bekommst, dafür, dass du schon so viele Robux ausgegeben hast für das Spiel. Ja. Kennst du schon den Hundbug bei der Sommerwelt? Was denn? Ich liebe Bugs. Ich hab Season Pass doch besser, okay, oder was nicht? Was macht den Season Pass besser, wenn er hier dieses Pad bekommt? Das Delightful Trio. Victor, gib mir dein Delightful Trio. Nein!
Doch, wir machen den Shiny. Muss ich? Du musst. Muss ich? Du hast deine Trade sichern. Ja und? Gib mir. Ach doch, du hast sie an. Ups, ich bin lost. Nee, ich hab sie gerade angemacht. Du musst sie mir geben, weil guck dir das an. Wie wär's, wenn du mir einfach deine gibst? Wie wär's, wenn ich dir das gebe? Brauchst du so einen noch? Eigentlich nicht, aber ich nehme mal an. Nee, dann nicht. Nein! Brauchst du noch so einen? Okay, ich will aber ein Pet haben. Oh, den brauche ich sogar. Oh, Anton, nice. Wie viel brauchst du davon? Brauch ich sogar, um Shiny zu machen. Einen. Ah, okay. Dann sind wir... Guter Deal. Das passt ja perfekt. Das passt wie die Faust aufs Auge. Auf dein Auge! Habt ihr das gehört? Victor will mir die Faust ins Auge drücken. Nee, ich will die nicht drücken. Ich will dir ins Gesicht schlagen. Ich weiß zwar nicht, ob der gut ist, aber im Season Pass kann man Dog Cat bekommen. Und ja, das ist das Ding. Man kann die Dog Cat bekommen. Man kann aber auch gar nicht bekommen. Genau so wie ich. So, also, hä, warte, wo geht's nochmal zurück? Da ist die Rakete. Ach ja. Ach ja. Und ich glaube, ich kann noch gar nicht hier Shiny machen, weil für Shiny brauche ich ja hier Dings. Und Dings habe ich nicht. Warte, hier muss ich auch wieder eine... Kann man eigentlich das Event als Super auch durchspielen? Das ist eine gute Frage. Also du kannst das Event durchspielen? Du brauchst 1 Million Blöcke abgebaut und dann kannst du es durchspielen, ja. Nice. So, ich brauche 10 davon. Okay, dann gehe ich kurz farmen. Viel Erfolg! Danke. Oh, hier haben Leute schon ein bisschen abgefarmt. Ein bisschen abgegrieft wurde hier. Ah, da eins. Und jetzt noch einen zweiten. Gib mir noch einen zweiten. Noch einen zweiten, please. Hallo, please? Wo sind die Erze hin? Ah, da, gut. Dann wieder zur Oberfläche zurück. Anton, was ist deine Meinung zum Update? Delightful Trio ist OP. Ja, mega OP. Meine Meinung zum Update. Das ist deine Meinung zum Update. Ja, es glänzt Delightful machen. Trio ich habe jetzt das Delightful Trio in Shiny. Und in Shiny. Wie gut ist der? Naja, in Shiny. 10.000! Oh, was? Anton, willst du mir zufälligerweise den ausleihen? Nein. Bitte? Ich hab schon gemerkt, was beim Ausleihen passiert. Ich werde ihn mit Cola-Augen verzieren. Nur für dich. Du musst ihn mir nur ausleihen. Und du gibst ihn wirklich zurück? Ich gebe dir den wirklich zurück. Okay. Victor Ehrenwort. Du weißt, ich vergebe dir Victor Ehrenwort nicht einfach so. Er hat ein Victor Ehrenwort gegeben, Leute. Ich gehe nur mal kurz mit, hier, wie ist mal, Cola-Augen verzieren. Gib mir eine Sekunde. Ich gehe nur mal kurz, Gassi gehen mit meinem Hund. Tschüss. Ich bin kurz weg, Anton. Du musst nur kurz was zu essen. Ich werde so krass Überraschungen mit dem machen, du wirst es nicht glauben, Anton. Du wirst dich freuen, du wirst dir denken, ja! Und dann ist er weg. Ich habe mir die Hand gebrochen, ich kann keinen Roblox mehr spielen. Ey, noch viel schlimmer, du kannst dann deine Hausaufgaben gar nicht mehr machen. Du kannst deine Krankschreibung nicht mehr unterschreiben. Vergiss mal, du kannst deine eigenen Krankschreibungen nicht mehr unterschreiben. Vergiss deine Roblox. Du kannst dann nicht mal deine Hände schnell waschen. Ja. Nur noch langsam. Leute, stellt euch vor, ihr habt euch die Hand gebrochen. Und könnt nicht mal eure Hände schnell waschen. Ja. Victor ist tot. Victor ist tot schon wieder. Ich hasse es, wenn Victor tot ist. Kriege ich jetzt mein Pet zurück? Okay, die nächste Stunde habe ich jetzt komplett rausgeschnitten, weil wir dann nichts gemacht haben, außer Tickets farmen und Fische angeln. Und ich habe keinen guten Fisch gefangen. Okay, Victor, ich mache meine Trades an. Du bist immer noch nicht. Ah, da bist du jetzt. Da bist du jetzt. Okay, das habt ihr gesendet. Perfekt. Du hast dich doch noch dran erinnert, dass du mir den Delightful Trio geschenkt hast. Auf Shells? Tja, Anton. Ich schenke dir den zurück. Danke, meiner. Oh, Bucket of Shell. Nein. Dankeschön. Dankeschön. Was? Ich wurde gescampt von Anton. Gescampt. Ich habe einfach den Delightful Trio in Shiny gegen einen Bucket of Shell getradet. Ich wurde einfach gescampt, Ich habe Victor so gescampt für dieses Pet. Tja, so das fühlt sich so das traurig. An, gescampt zu werden. Ich habe doch nur Felix gescampt, weil er es verdient hat. Nein. Ich hoffe mir trotzdem zwei. Kannst du mir ein Bucket of Shell ausleihen, Anton? Ja, aber ausleihen? Ich schwöre, ich gebe dir den zurück. Victor hat geschworen, ihr habt's gehört. Ich habe geschworen. Victor hat geschwört. Dann nimm an. Okay, ich nehme an. Ich nehme an? Das ist mein zweites Pet. Dankeschön für den Bucket of Shell, Anton. Du kriegst den zurück. Ich krieg den zurück. Nicht genau den, aber du kriegst einen Bucket of Shell zurück. Aber hier ist Stufe 20. ist mir so egal. Ist mir so egal. Weißt du, was ich jetzt mit dem machen werde, Anton? Anton, ich werde den erstmal zusammenschmelzen mit drei anderen, richtig leiden lassen und dann erstmal den in glänzend haben, Anton. Denn ich habe jetzt einen Bucket of Shell in Shiny, Anton. Da ist er. 9,9k. Willst du den anschauen, die Stats? Anschauen, ich will den haben. Nee, kriegst du nicht, das ist jetzt meiner. Aber das ist meiner. Die Stats? Das ist meiner, gib den her. Warte, ich geb dir auch einen Chroma Wisp. Oder... Oh, okay, das ist ein Angebot, das ich annehmen muss. Okay, Anton. So. So ein guter Angebot. Warte, ich hab noch was Gutes. Machen wir, Anton. Warte, ich leg doch einen sogar drauf. Adler. Was? Okay, ja. Machen wir, Anton. Easy. Also gegen den Bucket of Shell in Shiny traden wir den. Easy. Ha, gescampt. Gescampt. Warte, wo ist der? Ist der schlechter als der Adler? Ja, ist er. Gescampt, Anton. So fühlt es sich an, gescampt zu werden, hä? Naja, es fühlt sich ungefähr so an wie duschen. Okay. Gibt es eigentlich einen neuen Game Pass, Anton? Müsstest du eigentlich wissen. Nö, ich bin nicht so einer. Du weißt ganz genau, du bist so einer. Nee. Ich bin jemand, der gibt hier viele Robux aus, aber alles aus Versehen. Ich hab eben diesen blöden Season Pass da durchgekauft.
und hab's alles wieder wegge... Ich hab sogar 900 Gems dafür ausgegeben, um es wieder rückgängig zu machen. Und da Schwerdingels zu machen, gibt es eigentlich auf dem Tablet Shiftlock? Nein. Bruh. Ach komm schon bitte, nur noch ein für... Wie lange sitze ich hier schon? 1,5 Stunden. 3 Jahre, Anton. Du versuchst schon seit 3 Jahren... die Seaside Cats zu bekommen. Ah, ich habe eine neue Quest abgeschlossen, aber ich habe immer noch nicht den Fisch. Ich will nur diesen Fisch mit 0,7% Chance. Hast du mich gerade Fisch genannt? Du Fisch. Jetzt habe ich dich Fisch genannt. Anton, wie fandest du die Wii U? Nie gespielt, nie geguckt, nie gehabt, nie interessiert. Wie findest du die Wii? Beste. Das Ding ist halt, viele Leute haben die Wii U gehatet, aber ich fand, die Wii U war... Ich hatte die Wii U nicht, deswegen kann ich dazu keine Meinung haben. Man brauchte ja halt auch keine Wii U, weil es die Wii gab. Ja eben, die guten Spiele waren ja sowieso auf der Wii, aber das Ding ist halt, bei Wii U, da gab es schon ein paar gute Spiele, die ist das, ne? Die Wii ist so geil gewesen. Das geilste an der Wii war, Star Wars The Force Unleashed hatte einfach Support für diese Wii-Controller mit dem Lichtschwert untermacht. Weißt du, welches Spiel auch Support mit dem Wii-Controller hatte? Aber so richtig... Welches? Skyward Sword, The Legend of Zelda. Das ist so geil, ja. Mein Lieblings-Wii-Spiel. Du konntest so hochhalten, dann konntest du einfach so Magie aufladen auf dem Schwert. Du konntest runterschlagen. Das war voll geil. Und in Star Wars The Force, du standest vor deinem Bildschirm und du bist richtig immersed mit dem Spiel, weil du konntest halt wirklich deine Hand nach vorne strecken und dann ist der Clone Trooper, den hast du einfach gegriffen und mit der Macht herumgeschleudert. Den Nunchuck oder den wirklichen Controller? Den Nunchuck hat man genommen für die Macht. Das ist cool. Und den Controller hat man fürs Lichtschwert genommen. Das ist cool. Übrigens, das Coole ist, wenn du in der Eventwelt warst und das Spiel verlässt, dann spawnst du in der normalen Welt mit einer Angel in der Hand. Das hat Paul rausgefunden. Okay, ich erinnere mich, du hast recht. Ja. Das ist mir heute passiert, als ich mein Thumbnail machen wollte. Mir ist es gar nicht aufgefallen, dass das passiert. Aber dann hat Paul mich darauf aufmerksam gemacht. Aber man kann nicht angeln. Ja, das ist schade. Ich wundere mich echt, was man so in der normalen Welt für Fische fangen kann. Wäre voll interessant. Vielleicht ist es auch so ein Secret eigentlich. Es könnte auch sein, dass es einfach so ein Secret wäre. Wäre voll cool. Ich gehe jetzt zur Ocean. Zum Ocean. Ich angel mit den Fischen. Please, please, please. Okay. Ich habe genug Please gesagt. Und ich ziehe jetzt eine... Aber jetzt ziehe ich... Please. Jemand sendet einfach Efeu in mein Chat. Efeu, nice. So, die nächste Stunde angeln will ich euch auch mal ersparen. Wir skippen direkt zu dem Punkt, wo ich den letzten Fisch habe. Ich hab den Aal! Victor, ich hab den Aal! Claim Belohnungs! Ich kann Claim Belohnungs machen. Victor, wo bist du? Anton, nein! Victor, komm her! Du gehst jetzt deine Trades anmachen, bevor du claimst. Okay, meine Trades sind an. Okay, let's go. Jetzt kannst du claimen, Anton. Okay, Victor, komm mit! Jetzt komm mit! Warte, Anton, ich kann nicht mich bewegen. Ich bin starr vor Angst. Ja, komm mit! Vor Staunen. Siehst du das? Siehst du das? Warte, ich hab den auch! Warte kurz, Anton. Du hast es nicht mitbekommen. Anton, ich hab einfach ohne mitzubekommen den Stingray gehatcht. Was? Tja. Okay, also auf 3, okay? 1. Lol, gescampt. Lol. Okay, ich hab den Seaside Dog bekommen, den Super Lucky Boost und den Omega Lucky Boost, Anton. Let's go! Let's go! Let's go! Der Seaside Dog Cat ist halt immer noch nicht... ist halt immer noch schwächer als meine anderen. Ich dachte, der wäre besser. Ich dachte, der war 5000 noch was, oder? Ah ja, man muss den erstmal auf Level 20 bringen. Nee, selbst auf Level 20 ist er zu schwach für mein Team. Das einzige positive Punkt bei Level 20 ist halt, dass es sehr viele Space Coins gibt. Im Vergleich zu den dunklen Berserkern in Shiny. Mhm. Aber das Ding ist halt, noch 2 weitere brauche ich zum Beispiel. Heißt, noch 2 weitere Male auf 2er Kopf muss ich das machen, Anton. Und dann kann ich endlich einen Shiny machen. Und ein Shiny wird da super OP sein, Anton. Wie tief geht denn das hier runter? Ich glaube, ich bin in deinem Loch von vorhin. Ah, nee, das ist ein neuer Server, ne? Ich glaube, das ist ein neuer Server. Wie tief ist das Loch? Ich falle gerade schon 1500 Meter straight up. Okay, 1600 Meter geht's straight up nach unten. Was? 1600? Ich dachte, jetzt kommt 500 oder so. Nee, es hat einfach nicht aufgehört. Ich werde jetzt weiter buddeln. Ich werde bis zu 2000 nach unten buddeln. Ich habe mich auch bis zu 2000 runtergebuddelt. 2000 ist nice. Ich brauche nur einen Seaside Dragon. Willst du mir den geben? Please, kannst du bitte auf den zweiten Account weiter angeln? Nein! Please! Komm, Anton, hab Ehre. Nein. Okay. Ich farm jetzt erstmal hier. Also, ich farm jetzt meine Sanddollar. Tja, mach doch, was du nicht lassen kannst. Victor, bist du breit? Ja, ich bin richtig fett. Ist halt wirklich. Was für ein guter Abschluss fürs Video. Lasst ein Like da, ein Abo. Bis dann, ciao!